Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Harry Potter und der Orden des Phönix. Weiter geht's. Wir wollten jetzt die Zaubertrankzutaten zusammensammeln. Nachdem wir beim letzten Mal dezent verzweifelt sind, als wir versucht haben, dieses Futter mit Depulsoda hochzubekommen, statt mit Wingardium Leviosa. Ja, Luna hat vielleicht recht gehabt, dass wir vielleicht auch kein so toller Zauberer sind wie immer gedacht. Ich höre Geschirr. Warum höre ich Geschirr? Im Gewächshaus von Professor Sprout. Ich bin mir sicher, dass Professor Sprout gesagt hat, hier würde Blumenlauch wachsen. Ja, hier, guck mal da. Jetzt brauchen wir nur noch 3 Pflanzen. Und bei Professor Sprout selbst im Gewächshaus finden wir dann die Alraune. Übrigens, netter Funfact so am Rande, den ich herausgefunden habe. Ich habe mich ja damit beschäftigt, wie eigentlich... Hast du dieses Blumenzeugs, Harry? Ja, habe ich hier. Super, darf Harry! Es fehlen nur noch 2! Ja, danke. Würde ich bitte weiterlaufen. Vielleicht nicht Arithmantik gewählt wie du, aber bis 5 können wir trotzdem zählen. Ach, der wird immer so langsam, wenn hier die anfangen zu sollten wir zu mal nachsehen. Wir haben 4. Fehlt also noch eine. Ja, danke. Da hinten. Der fängt Hast immer du an. Dieses Blumenzeug, Harry? Oh Mann, der fängt immer an. Blumenlauch haben wir jetzt, aber die Alraunenwurzel fehlt noch. Snape macht es uns nie besonders einfach, was? Wir müssen zum Kräuterkunde-Gewächshaus. Ja, danke. Versuche ich doch die ganze Zeit. Wenn ihm aufhören würde zu quatschen, dann würde das auch funktionieren. Kräuterkunde, ne? Kräuterkunde, da haben wir es doch. So, folgen wir die Füße. Was wollte ich jetzt sagen? Ich würde gerne, dass sich die Kamera mal dreht. Okay, danke. Irgendwie reagiert meine Tastatur gerade. Dezent bescheiden. Bescheiden bis gar nicht. Wobei stehen geblieben? Alraune, genau. Ich habe mich ja damit beschäftigt, wie die Animagus-Verwandlung eigentlich funktioniert. Abgesehen davon, dass ich es einfach interessant gefunden hätte, wenn ich Remus im RPG hätte erklären können, wie es funktioniert. Und andersrum wollte ich gerne eine Fanfiction schreiben, in der ich erkläre, wie die Jungs das denn eigentlich machen. Dazu müsste ich natürlich aber wissen, wie das Ganze funktioniert. Was ich allerdings herausgefunden habe, findet sich übrigens auf Pottermore, diese kleine Info. Ich renne mal wieder im Kreis des Todes. Hilfe. Hallo. Was ich auf Pottermore herausgefunden habe, beziehungsweise was J.K. Rowling einmal in einem Interview gesagt hat, ist die Tatsache, dass man, wenn man diese Verwandlung vollziehen möchte, einen Monat lang das Blatt einer Alraune im Mund behalten muss. Was ich dezent ekelhaft finde, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Tag... Oder 2 schon schlimm ist, aber ein ganzer Monat. Holy shit. Alles klar. Ich wüsste ganz gerne, wie so ein Alraunenblatt schmeckt. Ich war auch ehrlich gesagt kurz davor, mir einfach mal in so einem Gartencenter oder so einem Gewächshaus, Blumengeschäft oder sowas, mal eine Alraune zu holen. Beziehungsweise einfach eventuell zu fragen, ob ich mir da ein Blättlein abzupfen darf, um es einfach mal zu probieren. Da ich aber nicht weiß, ob das in irgendeiner Form giftig oder ungesund wäre, würde ich das jetzt vielleicht dann doch eher lassen. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Hallo. Hallo. Hallo, Professor Snape. Ein toller Tag zum Lernen. Ich versuche Incendio zu machen. Warum klappt das denn nicht? Incendio! Ach, weil ich den einfach nur 2-mal nach oben machen muss. Alles klar. Ja, ich habe manchmal so meine Problemchen damit, ja? Das sind meine Füße. Die führen sogar hier rein.
Oh mein Gott, ich würde mich hier niemals zurechtfinden, wenn es diese Karte nicht gäbe. Ich muss ja zugeben, das ist sehr originalgetreu gehalten alles. Im Prinzip sieht irgendwie alles gleich aus. Depulso! Nö, funktioniert nicht. Okay. Was glaubst du, wie die Antwort lautet? Kann ich mal in dein Buch sehen? Gott, so viele Schüler. Meine Fresse. Ach hier, ja klar, die Gewächshäuser. Kann ich sie fragen einfach? Oh. Teufelsschlinge? Hat Sprout damit nicht den Stein der Weisen geschützt? Ich glaube. Potter, Weasley und Miss Granger, haben Sie Ihre Hausaufgaben schon gemacht? Sie müssen für morgen Ihren Aufsatz über selbstdüngende Sträucher fertig haben. Vergessen Sie nicht, dass das Ihr Zackjahr ist. Ja, Professor Sprout. Mein Vater besorgt mir Karten für das Spiel gegen Irland. Oh, wie könnten wir unser Zackjahr vergessen? Die Lehrer reden doch von nichts anderem. Wo finden wir nur ein Buch über selbstdüngende Sträucher? Neville wird's dir erklären. Suchen wir nach ihm. Komm schon, Harry. Nein, ich muss erst diese Allround-Dingsbums finden. Nur wo? Da hinten bestimmt. Da. Das da ist Allraunenwurzel. Und jetzt? Brauche ich wahrscheinlich Kopfhörer, richtig? Wahnsinn! Die Dinger brüllen ja noch lauter als Ginny beim Quidditch-Spiel. Wir brauchen Ohrenschützer, Harry. Irgendwo im Gewächshaus müssen welche sein. Ja, hier. Darf ich die jetzt bitte anvisieren? Denk mal daran, was im zweiten Jahr mit Neville passiert ist. Wir können die Dinger jetzt abnehmen. Was? Was? Wir können die Dinger jetzt abnehmen. Schrei doch nicht so! Also gut, bringen wir das Zeug zu Ernie, damit er rechtzeitig fertig wird. Das war witzig. Gut, bringen wir das erstmal oder finden wir Neville auf dem Weg? Ah, ich repariere erstmal. Ich hab vergessen, wo ich meine Erinnerung mich hingetan habe. Wenn du mit mir Wahrsagen übst, helfe ich dir. Gut so! Haha! Deck ihn zu! Was tust du da? Haha! Ja, ja! Das ist unglaublich! Ich habe um ein Zimmer mit Aussicht gebeten und dann bin ich hier gelandet! Danke, danke! Er ist einer von Ihnen, da bin ich sicher. Komm schnell durch! Sag beim nächsten Mal lodernde Ohrwürmer. Okay, cool. Ich mache aber erstmal hier Dingsbums. Incendio! Okay, jawohl. Hier ist noch was. Aktio! Was soll? Lodernde Ohrwürmer. Ah, sie sind überall. Das ist ein ziemlich verrückter Kauz. Ich weiß zwar nicht genau, warum, wo ich jetzt hier lande. Im fünften Stock. Ich glaube, ich versuche mal was. Wir probieren jetzt mal das hier aus. Hallo. Wie wär's mit einer Runde Knallpoker-Patience? Okay, spielen wir. Wie funktioniert das? Knallpoker. Kartenpaare. Solitärknallpoker. Finde Kartenpaare. Beeil dich und finde ein Paar, bevor die Karten explodieren. Okay. Karten wählen und markieren. Alles klar. 4 Punkte, um zu gewinnen. Ich glaube, man kann das größtenteils auch an den Farben festmachen. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, wenn man die dreimal... Oh! Puh! Okay, wenn man die einmal aufgedeckt hat, hat man das Problem. Ja, da kann man an den Farben der Umrandung kann man das festmachen eigentlich. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ja, Bingo, nice. War schade. Da muss man ein bisschen flott sein hier. Okay, ich probiere mal das. Ah, schade. Ah, okay. Ich glaube, die da oben wird explodieren. Oh, nee, doch nicht. Boah, nice. Das habe ich ja noch nie geschafft.
Ja, Bingo, alle Kartenpaare. Boah, richtig nice. Da habe ich das ja richtig gut gemacht, ey, ne? Deine Punktezahl 10. Ja, jetzt ist dein Highscore geschlagen, was? Neuer Highscore. Ja, 10. Besser geht nicht. Du kannst das viel besser als ich. Schau mal an, vielleicht sollte ich übernehmen. Okay, so geht Knallpoker. Jetzt wollte ich eigentlich Neville suchen. Neville. Hannah Abbott. Wo finde ich denn Neville? Warte mal. Hannah, Ginny, Phyllis, Ernie, Dean Thomas. Ich glaube, ich finde ihn nicht. Oder? Haben die gesagt, wer ist? Wir können sie alle auf der Karte des Umtreibers sehen. Such einfach alle DA-Mitglieder. Ja, darum ging es mir nicht. Mir ging es nur das komische Buch. Kannst du mir wir das sagen? Wir haben viele DA-Mitglieder gefunden. Mal sehen, wer noch fehlt. Okay, passt. Ich würde dann jetzt vielleicht doch dem einen da seine komischen Zutaten bringen. Wer war das noch gleich? Ernie? Ernie McMillan. Der war das, glaube ich. Ja. Okay. Ich habe ja so das Gefühl, dass die über mich reden. Könnte mich aber auch irren. Leihst du mir deine Feder? Meine ist kaputt. Das ist schon die dritte in diesem Monat. Tja, wenn man so viel schreiben muss, gehen auch viele Federn drauf, ne? Hi, Harry. Hey. Hi. Dann gehen wir doch mal. Hey, Moment mal. Sind die Dinger schon wieder kaputt oder immer noch? Ich dachte, ich hätte die schon mal repariert. Ach, es kann sein, dass ich das in einem anderen Let's Play gemacht habe, aber hier noch nicht. Hier läuft mir zu viel. Ja, habe ich definitiv schon mal gemacht. Und das mit den Birnen auch. Ah, Entdecker Level 4. Meine Zauber sind nun mächtiger. Ja, ich schau doch mal in unserem Raum vorbei. In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Peek. Okay, da brauche ich jetzt eigentlich keine Karte mehr für. Das finde ich jetzt eventuell sogar selbst. Stellt sich das einer vor? Ich finde einen Weg allein. Das ist aber, glaube ich, auch der einzige Weg, den ich allein finde. Ups. Ich renne erstmal gegen die Wand. Oh Gott, dieser weite Weg. Meine Fresse. Ich mag ja die Musik unheimlich gerne. Es ist eigentlich dieselbe Musik wie auch in jedem anderen Harry Potter Teil. Aber ich mag sie. Hi. Wir haben alles. 5 Blumenlauchpflanzen und eine Raunwurzel. Spitzenklasse. Lass die Zutaten hier, dann bereite ich alles für die Stunde vor. Prima. Wir sehen uns beim DA-Treffen im Raum der Wünsche. Was haben wir jetzt? 16 von 28. Oh mein Gott. Es wird ja immer mehr. Das Gefühl, das wird immer mehr. Gut, jetzt müsste ich immer noch... gucken wir mal, wer noch fehlt. Flitwick ist, glaube ich, nicht. Ginny Weasley möchte Reductio lernen. Hannah Abbott. War das nicht die, die Hilfe brauchte? Gucken mal. Ich weiß nicht, ob das die war, bei der ich mich duellieren musste. Weil eigentlich, ich hatte mir extra angeschaut, wie die Duellzauber gehen und hatte gerade ganz zufällig, habe ich gerade Protego gewirkt, ohne mir aber zu merken, wie der funktioniert. War jetzt nicht so das Schlaueste. Aber ich glaube, die könnte das sogar gewesen sein. Hallo? Merkt ihr es? Der hat immer wieder so Schlenker. Da rennt er auf einmal nach rechts. Ohne Vorwarnung. Ey, die ist mir doch jetzt voll in den Weg gerannt, oder nicht? Mal ganz ehrlich. So ein Scheiß muss ich mir hier nicht gefallen lassen, ja? Ich bin schließlich der Auserwählte. Ach nee, das kommt erst im nächsten Teil. Entschuldigung. Entschuldigung, Spoiler.
Es gibt hier noch ein oder... Hallo! Es gibt hier noch ein oder zwei andere sehr interessante Spiele, die ich auf jeden Fall auch noch austesten werde. Ich glaube noch Koboldstein? Nennt sich das so? Ich glaube Koboldstein. Was ich ganz cool gefunden hätte, wenn man hier in einem dieser Spiele auch Snape explodiert spielen könnte. Das ist auch so ein Spiel, was die hier mehr oder weniger erfunden haben in Hogwarts. Wobei ich nicht glaube, dass Snape das so groß gefallen hat. Ich würde mir ja wünschen, dass der vielleicht auch ein bisschen schneller laufen kann. Ich meine, der rennt zwar die ganze Zeit hier durch die Gegend wie so ein Irrer. Rennen auf den Gängen ist verboten. Komm zurück, Treppe. Los. Hallo. Hallo. Dieses Hallo immer, das klingt so. Hallo. Ah. Das mit dem... Oh, Professor Snape. War übrigens gerade eine Referenz zu Cold Mirror. Für den Fall, dass sie Anna kennt. Hallo. Wer bist du? Kenn ich dich? Ach, das ist Hannah Abbott. Oh, ah, okay. Also ist doch nicht die, die Hilfe braucht. Hi. Die A-Treffen. Hallo, und so. Hannah. Was machst du da? Ich denke nach. Um mich zu erinnern. Oh, ich werde nie mit dem Lernen fertig. Wir können dir vielleicht helfen. Komm doch zu unserem ersten Verteidigung gegen die dunklen Künste-Treffen. Ein Treffen? Aber Umbridge hat Vereine doch verboten. Sie wird uns erwischen. Ich falle durch die Zacks. Ich fliege von der Schule. Wir alle fliegen. Keine Sorge. Wir gehen durch einen Geheimgang zum Treffen. Wirklich? Wo ist er? Das sagen wir dir, später. Los, Harry. Okay, kannst du mir sagen, wo der Geheimgang ist? Musst du nicht Zauberkunst lernen? Oh nein, du hast recht. Was hat Flippig noch gesagt? Oh, ich werde es mir nie merken können. Ja, ich glaube, ich muss jetzt hier einen Geheimgang finden. Ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn finden soll. Gibt es hier irgendwo Gemälde, die ich anquatschen könnte? Jetzt müssen wir einen Geheimgang zum siebten Stock finden, sonst kommt Hannah nicht. Bei der großen Treppe müsste einer sein. Sehen wir mal nach. Bei der großen Treppe sind 100.000 Geheimgänge. Hi, du. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo der Geheimweg in den siebten Stock ist? Aber natürlich. Ich bin der Wächter dieses Geheimgangs. Prima. Lassen Sie uns hinein. Danke, dass du ihn hergebracht hast. Mein Passwort ist hinterhältiger Schurke. Danke, dass ich Bass hergebracht habe. Okay, was auch immer. Yay. Also haben wir Hannah schon mal auf jeden Fall auf unserer Seite. Sag einfach hinterhältiger Schurke zu dem Porträt des Astronomen im siebten Stock. Durch diesen Gang kannst du ungesehen zum Treffen gelangen. Danke. Justin Finch-Fletchley hat versprochen, mir beim Zaubern zu helfen. Ich habe ihm vom Treffen erzählt. Sehr schön. Also zwei mehr. Müssen jetzt 18 sein. Genau. Nice. Der komische Ritter da vorne sieht aus wie das Sir Cadogan. Aber der hat kein fettes Pony. ja, ich würde sagen, ich beende das dann wieder an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.